Hey Leute, hier bin ich wieder, über 301 aus dem schicken Pausenscreen. Also der ist wirklich schick, der Pausenscreen. Das muss man wirklich mal sagen. Und ja, im letzten Part hat Widdick hier offensichtlich irgendwie ein bisschen Stress gekriegt und wir werden mal gucken, ob wir darüber jetzt ein bisschen mehr von Lucy erfahren. Okay, fortsetzen. Da geht er hin. Ja, Lucy ist schwer am Arbeiten, wie immer. Also quatschen wir es mal an. Wir werden immer in ihrer Arbeit unterbrechen. Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Animus. Nein, er funktioniert gut. Ich bin sicher, dass er mich rauswarf als... Halten Sie besser den Mund. Erzählen Sie mir jetzt endlich, was hier vorgeht? Wir müssen Sie aufhalten, Desmond. Wenn Sie den letzten Gedächtnisabschnitt öffnen. Sie haben gerade erst angefangen. Sie wollen alles ändern. Wie wir leben, wie wir denken, wie wir sind. Sie haben Widdick gehört, was falsch ist in der Welt. Dass wir Ordnung und Disziplin brauchen. Und dass sie uns das geben werden. Nur, dass wir dabei nicht mitzureden haben. Wie? Der Schatz der Templer. Sie glauben er... Miss Luna? Ja? Sie müssen Desmonds Dateien in die Datenbank laden. Gut. Aha. War's das jetzt schon? Oder hey, quatsch mit mir. Rede mit mir. Ich will mit dir reden. Boah, ey, da ist doch, wo ich die war. Irgendwie hat das gerade gedauert, bis die Animation geladen war. Also was? Benutzen Sie mich, um den Templerschatz zu finden? Wie nannten die ihn? Den Edensplitter? Ja. Nun, es sieht so aus, als wäre er in Masyaf. Warum verschwenden die hier ihre Zeit mit mir? Warum schicken die nicht einfach ihre Leute? Das geht nicht. Es ist nicht so einfach. Das Artefakt von Masyaf. Sie hatten es. Es wurde bei dem Unfall zerstört. Was hoffen die dann, was mein Ahne ihnen sagen kann? Sie hoffen, dass er ihnen zeigt, wo die anderen sind. Sie meinen, es gibt noch mehr von den Dingern? Oh, Desmond, Sie haben ja keine Ahnung. Großer Laptop. Gibt es ein Problem, Mr.? Nein, Warren. Alles Denver hier bei mir. Wo sind dann die Dateien? Ich muss diese Dateien verschieben, bevor ihr Verdacht schöpft. Wir sprechen später wieder. Das kann aber nicht lange dauern. Copy and Paste, Junge. Das dauert doch nicht so. Was ist das? Moment, was heißt das? Alles ist Denver. Es heißt alles in Ordnung. Warum Denver? Es hat mit dem Flughafen von Denver zu tun und der unterirdischen Anlage dort. Dort ist der Unfall passiert. Egal, wir gucken Lucy noch ein bisschen unter das Kleid. Irgendwo ist gerade eine Tür aufgegangen. Ach so, da hinten, mein Schlafgemach ist aufgegangen. Mein Schlafgemach! Gar nicht müde? Naja, eigentlich nicht. Komm mit mir schlafen, schon wieder mal. Ich hab dir gerade um das Kleid geguckt, Mann. Das kannst du auch mit mir schlafen kommen. Ach ja, das erinnert mich auch an das Ende von Brotherhood. Ich bin sehr auf den dritten Teil gespannt, muss man wirklich sagen. Bin ich wirklich gespannt. Wieder Assassin's Creed 3. So, es ist übrigens eine Facebook-Aktion, die sie startet, aber ich weiß, wie gesagt, ich werde das Video hochladen, ob das zu dem Zeitpunkt aktuell ist. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das aufnehme, ist das relativ aktuell. So hat Ubisoft irgendwie eine Facebook-Aktion gestartet. Wenn man ganz viele Markig klickt auf Facebook bei Assassin's Creed, dann werden irgendwie Informationen zum nächsten Assassin's Creed rausgehauen. Da bin ich gespannt drauf. Und wir gucken, wie die Tür zugeht. Spannend. Wie sau spannend. Ich muss erstmal aufs Klo. Da. Und stinken tue ich auch schon wieder wie so ein Jack. Erstmal duschen gehen. Da. Wir duschen. La. Duschen. La. Okay, fertig. Mit Klamotten geduscht. Perfekt. So hat das zu sein. Und Handtuch nehmen. Okay, es gibt keine Handtuchanimation. Nice. Wieso erinnert mich das gerade an Mafia 2? Scheiß drauf. Und nochmal fix auf Klo. Pinkel. Und fertig gepinkelt. Und wir gehen uns nicht Hände waschen. Doch, tun wir. Hände waschen, waschen. Und trocknen. Und wieder raus auf dem Klo. Und dann gucken wir in dem Schrank. Vielleicht ist im Schrank irgendwas. Nichts ist im Schrank. Nice. Und dann gucken wir mal in die Tür. Vielleicht ist an der Tür irgendwas. Natürlich ist an der Tür was. Was soll denn eigentlich diese Lampe über der Tür? Ich meine, dass die Tür zu ist, sehe ich auch am Tastenfeld. Ist Lucy weg? Lucy ist weg, ne? Ja, habe ich mir schon gedacht. So, dann gucken wir mal, hacken wir uns mal wieder in die E-Mail-Account. Was ist denn das da draußen eigentlich für ein komischer Punkt? Ach so, das ist einfach nur ein Lichteffekt. Ein sehr seltsamer Lichteffekt, aber egal.
Und draußen sieht man irgendwie eine Großstadt, aber das ist echt schwer zu erkennen, weil das pixelt so. Das ist so verrieselt. Egal. So, gucken wir jetzt mal in das Logbuch hier rein. Passwort eingeben. Yeah, Passwort geknackt. Wir sind, wieso schreiben die willkommen klein? Ach, egal. So, das hatten wir, glaube ich, schon mal gelesen, oder? Leider, bla, bla, bla. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das schon mal gelesen. Ihr dürft das nochmal überfliegen. Aber auf Pause drücken und so weiter und so fort. Ich überfliege das auch gerade kurz, aber es ist wirklich interessant. Irgendwas im Postausgang? Nein. Aber wir können da trotzdem auch schnell reingucken, dann könnt ihr das auch nochmal lesen. Mr. Ricken. Ach, scheiß drauf. So, Pause drücken und dann kennt ihr das ja. So, was ist im Gelöscht-Ordner? Oh, nix. Was von schnell günstigen Medikamenten an Lucy Stillham betrifft Probleme da unten? Hä? Du fragst dich, warum ich dich alle auslachen? Rate einmal. Wahrscheinlich, super Rechtschreibung, besorgt es ihr ein anderer und okay, das ist offensichtlich Spam. Könnt ihr Hilfe schicken? Hä? Hä, was ist das denn? Nice, okay. Unsere Gedanken. Was bedeutet das alles? Sender in niedrigen Erdumlaufbahnen für Artefakt, Ausweitung für Experiment, für kontinuierliche Reaktion. Okay, das ist jetzt alles ganz interessant hier eigentlich. Da erzählt nämlich so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Und zwar, dass die Templer einen Satelliten hochschießen wollen mit dem Artefakt und so weiter und so fort. Was ist das? Okay, egal. Das ist bestimmt irgendein Rätsel. Da muss ich nochmal in meinem Lösungsbuch nachgucken von Assassin's Creed 1, weil da ist auch recht viel aus der Hintergrundgeschichte noch erzählt. Aber das ist egal. Wie viele Minuten haben wir noch? Ach komm, wir nehmen uns noch die Zeit und gucken uns das hier noch an. Weil ich habe Lust drauf. Yeah, Freude, 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 Freude. Hacken, 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 hacken. Willkommen, Widdick. Oh, das ist aber ein tolles Bild. Fällt mir jetzt gerade mal so auf, dass das ein super... Hunderte nach Wissenschaftsmanipulationsskandal im Krankenhaus. Bla 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 bla. Okay. Unwichtig. Was ist das hier? 0076. Hä? Okay. Ich rufe den Sicherheitsdienst für Sie an. So ein Haufen Mist, ey. Da brauchst du ewig, wenn du die ganzen E-Mails lesen willst. Dabei ist der Großteil auch irgendwie Mist. Das ist auch so in Assassin's Creed Brotherhood. Da kann man auch jederzeit aus dem Animus raus und kann dann so E-Mails lesen, was die anderen so austauschen. Dann sind dann so Einkaufslisten dabei, irgendwelche Leute, die sich gegenseitig einen Joghurt klauen und so weiter. Das ist alles recht lustig gemacht. Also da gibt es auch außerhalb der Geschichte eine Geschichte und das finde ich ganz nett. Irgendwie einmal am Tag oder sowas kommt eine E-Mail mit den Planungen für die nächste Woche. Das ist alles sehr nice gemacht. Das hatten wir alles schon mal gelöscht. Was haben wir hier so? Unbekannte Absender. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal gelesen. Das kommt mir so bekannt vor. Was ist denn das hier? Verwaltung. Allgemeine Erinnerung. Ja, okay, das hatten wir auch schon mal. Okay, gut. Alles durchgelesen. Wunderschön. Gut. Dann legen wir uns jetzt zu Bett und werden gucken, ob Widdick wieder aggro wird, wenn wir aufwachen. Und ob es wieder rote Schrift gibt. Yeah, baby, yeah. Über die rote Schrift erzähle ich euch aber wirklich... Moment, was war denn das? Ach so, hier kann ich mich ja hinlegen, ohne dass was passiert, ne? Oder hä? Hä? Okay, ich kann nicht fortsetzen, aber könnte ich jetzt die alten Gedächtnisabschnitte laden, oder was? Was ist das denn? Animus verlassen. Okay, also ich könnte auch nicht den neuen aufrufen, aber ich glaube, ich könnte die alten nochmal spielen, oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Egal. Wenn das jemand weiß, ob man hier noch irgendwas Besonderes drin machen kann, dann möge es mir bitte in die Kommentare schreiben. Würde mich nämlich interessieren. Aber ansonsten geht mir das jetzt relativ am Arsch vorbei. Gut, gucken wir noch mehr hier aus dem Fenster. Da sieht man so einen kleinen Konferenzraum und sowas. Alles sehr uninteressant. So, wir legen uns jetzt ins Bett. Ohne Lucy. Na egal. So, ab ins Bett. Und ich wette, es kommt rote Schrift. Bum, bum. Da war sie. Ha! Der nächste Morgen. Wunderschön.
Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein. Unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Wikipedia! Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Na, wenigstens beantwortet er die Frage. Hat er schon oft genug nicht die Frage beantwortet? Oh, mein Kopf brummt. Oh. Das ist ja meine nette Geste gerade gewesen. Okay, ich denke, die Szene mit Al-Mualem müssten wir noch schaffen. Und wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, dann nicht, wie gesagt. Wir quatschen nochmal kurz, werden gucken, ob Warren noch irgendwas zu uns zu sagen hat. Und wenn nicht, dann nicht, ne? Wenn nicht, dann nicht. Gott, wir haben gerade fast den ganzen Part hier verbracht. Okay, er hat nichts mehr zu sagen. Aber er säuft diesmal wenigstens noch keinen Kaffee. Aber er starrt wieder wie so ein Besessener aus dem Fenster. Nice. Und er brüllt uns bestimmt gleich wieder an. Was hätten wir? Die sagt auch nichts. Na dann, aber den Animus. Bitte, ja, habe ich gerade gemacht. Also was soll's. So, und jetzt ab zu Al-Mualem. Und der wird uns dann irgendwas sagen. Weil er es kann, ne? Also A drücken. Das ist aber schön. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie die Konsole nicht aus. Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelperspektive zu sehen. Hohe Gebäude können auch zur Orientierung in einer Stadt genutzt werden. Die Information kommt zu spät. Viel zu spät. Tretet ein, mein Schüler. Wir haben viel zu bereden. Es ist fast geschafft, Altair. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Altair. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen er und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift. Und vernebeln eure Urteilskraft. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft?
aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Alter, ihr. Bringt es jetzt. Das Schwert, yeah. Da liegt es auf dem Tisch. Und ich will es haben. Gib es mir. Neue Fähigkeit erlernt, Schwertmeister. Neue Waffe erhalten, extra Wurfmesser. Das ist aber schön. Das heißt, wir können jetzt wie viele? 15 Wurfmesser oder sowas? Ach, was soll's. Scheißegal. Okay, das wär's dann gewesen, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und ich bin Oliver391 und im nächsten Part machen wir uns auf den Weg, um Robert das Sable zu töten. Schlagen Sie hinein, bleiben Sie mir treu und drücken Sie auf Mag ich. Bis dann. Tschüss.